Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend. Oh, hab ich mir das schaut. Ich mir einfach mal eine Stimme begrüßen. Undeutlicher geht's einfach nicht mehr, ne? Jo. Und ich begrüße euch zum, ich glaube, mittlerweile achten Part. Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall achter Part, glaube ich zumindest, von PMD, Retterteam DX. Im letzten Part haben wir den fetten Gengar verprügelt. Was einfacher ging, als ich dachte. Und haben ein paar Belebersamen im Wald verbraucht. Wegen diesen Kakutus. Jo. Und wir sagen, wir gehen jetzt mal raus und schauen mal, was jetzt so ansteht. Mann, Patrick, gehen wir auch heute wieder unser Bestes. Hallo? Nanu, wer könnte denn das sein? Seid ihr das relativ cool? Ja, korrekt. Hä? Moment, bist du nicht. Bitte hilf meinem Freund, bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall, für die Arbeit mir nicht kapiert. Aber meinen Freund bräuchte ich um einen Windstoß, bitte. Da kackt die Stimme ab. Ich erinnere mich an dich. Du bist doch das Papuma vom Pokémon-Platz neulich. Das Team von Tengulis hat einen Rettungsauftrag übernommen, oder? Ja, das stimmt. Allerdings ist Tengulis. Er ist noch nicht zurück von seiner Mission. Was sagst du da? Mein Freund Papunga wurde zwischen zwei Felsen angeklemmt. Wir Papunga können zwar überall hin, wenn uns der Wind trägt. Obwohl dich die Wolken am Himmel hängen, weht dich das leiseste Lüftchen. Nicht mal eine Brise? Das ist aber seltsam. Mit seinen Wetterfächern kann Dingolis starke Winde entfachen. Auch wenn es mit den Laucharmen eigentlich nicht möglich sein sollte. Ich dachte, so ein starker Windstoß würde reichen, um meinen Freund zu befreien. Aber Dingolis ist noch nicht zurückgekehrt. Du bringst der Auftrag gar nicht so schwierig. Echt seltsam. Oh, dein Blick sagt mehr als tausend Worte. Alles klar, wir gehen sie suchen. Wirklich? Vielen Dank. Aber sicher doch, du kannst auf uns zählen. Auf geht's, Patrick. So, müssen wir was sagen? Lass uns bei der Verpackung alles geben. Okay. Jo, aber dann will ich erstmal kurz ins Dörfle rein chillen und mal schauen, was da so abgeht. Erstmal Apfel. Apfel, immer wichtig, Leute. Kauf Äpfel, esst Äpfel. Oh, ja, wir sind voll. Dann gehe ich kurz noch ein bisschen abladen bei Kangama. So, sortieren wir mal das Ganze. Oh, wie viele kleine Äpfel wir haben, holy. Haben wir mal zwei Lagern. Wie viele Äpfel haben wir gerade noch? Ja, Äpfel lagere ich eigentlich nicht so gerne. Wir können auch einen großen lagern. Top-Äther. Lager ist ja aktuell auch wichtig, so quarantänemäßig, ne? Man kennt ihn. Einen anderen haben wir erreicht. Die Samen können wir noch futtern, so ist nicht. Nur ob ich mitnehmen und die beiden zwei kann man noch ablegen. Muss so irgendwas hier rausholen. Lichtkanone, Alter. Also quasi hier ein KP Plus. Für das Permanent wird es nicht mehr aus, okay. Soll ich einen zweiten mitnehmen? Aber eigentlich nicht. Nee. Ich will jetzt nur kurz ein bisschen. Oh, wir haben ja eigentlich noch ein bisschen Geld gerade dabei. Falls wir nämlich mal irgendein Teammitglied haben, was wir unbedingt haben wollen. Wir haben ja eh einen Knuddelwurf dabei. Aber ich möchte die Silberia mitnehmen. Einfach damit wir nochmal ein bisschen mehr Highlight-Items so haben. Hat er irgendwelche coolen TMs oder so? Irgendwie Flammenwurf oder so für. Ich bin erst zu weit gelaufen, bin ich zu weit zurückgelaufen. Ganz stark. So. Erdbeben. Mal gucken. Okay. Wait, fügt einem. Fügt selbst einem entfernten Gegner Schaden zu. Also es ist auch auf Entfernung. Welchen Move haben wir nur aktuell? Fünf Pflanzen zusammenbomben, ne? Das reicht eigentlich aktuell. Müssen wir unser Geld nicht unbedingt für TMs rauswerfen. So, let's go. Gehen wir mal Papunga saven hier. Stillklamm. Ey, na, den Namen von dem Dungeon kenne ich noch. Oh. Einfach zwei mit super Gegner, auch drei, ja, sechs Aufträge zu machen. Ich habe noch einiges vor uns, so. Aber brechen wir erstmal auf. In den Stillklamm. Der, die das Stillklamm. Oh, das kenne ich doch aus dem Alten.
Also das meine ich aus dem Alten, aber habe ich ja irgendwie eigentlich gedacht, dass es der Auftrag ist, okay? Briggs will steil runter. Der von Babunga steckt also irgendwo in dieser Klamm fest. Okay, also die Klamm, okay. Ja, es tut mir leid, auch damit zu belästigen, aber bitte hilft ihm. Wir machen das schon. Packen wir es an, Patrick. Jo, let's go. Augenblick noch. Was gibt's denn? Da wär's doch etwas. Dieser Ort ist zwar Stillklamm, doch ganz so viele vier Namen vermuten, das geht es hier wohl nicht zu. Angeblich schäft in dieser Klamm ein riesiges Monster. Jo, wenn es nicht Roland, das ist alles cool so, ne? Das sind nur Gerüchte. Ach, Tengu lässt ja auch nicht wieder zurück. Das hier ist für meine Pflicht, euch das mal zu erzählen. Aua, mein Bauch, tut das weh. David, du kleiner Schisser. Was ist denn los? Ich habe ganz plötzlich schreckliche Magenkrämpfe bekommen. Au, au, au. Wahrscheinlich habe ich etwas. Ich verwechsel die Stimmen gerade. Wahrscheinlich hab ich zum Frühstück etwas Falsches gegessen. Hey, Patrick, du siehst auch ziemlich blass aus. Hast du das da gegessen? Das ist bestimmt auch schlecht. Was soll das denn jetzt? Ich brauche hier deine Unterstützung. Also, warum muss auch auf meine Stichworte reagieren? Warum regst du ihn bloß so auf? Du tut aber auch weh. Wie? Ja. Also, ich glaube, die Krämpfe lassen gerade etwas nach. Zurück zum Thema. Von was für einem Monster sprechen wir da überhaupt? Ich weiß nicht viel darüber. Es ist nur ein altes Märchen. Keine Ahnung, ob dieses Monster überhaupt existiert. Verstehe. Dann bringt es auch nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Wenn du so hoffen, dass dieses Monster in der Tat nur ein Ammärchen ist. Mein Freund Bunga sollte sich auf Ebene U10 aufhalten. Seid bitte vorsichtig. Keine Sorge, passen auf. Jo, dieses Monster, also Grodan, war ja in PMD Himmel so früher, in PMD 2 allgemein. Was ich auch irgendwann noch let's playen wollte. Aber dass hier auch schon Grodan oder so kam, aber irgendwie riesiges Monster. Zu welchem Mon passt denn das? Oh, Scheiße. Ich hatte, glaube ich, schon in einem letzten Part gesagt, dass so Mehrschlagattacken unfassbar krank sind in PMW. Heißt, Schlafpuder wird wahrscheinlich ein bisschen overused werden hier. Geh halt gegen die so Teddy Ursa und sowas. Also die Ampelleuchte eh immer overused ist hier. Ah, jetzt nur Teddy Ursas? Okay, ja, fahren, Schuss, go. Hau rein. Boah, das ist eklig. Wobei, es war jetzt viel nicht. Reden. Deutsch. Autsch. Wait, habe ich einen Belebersamen? Habe ich wenigstens diesen Teambeleber-Orb jetzt? Upsa. Well, that escalated quickly. Gucken wir mal, wo wir uns irgendwie zu zweit durchkommen, ne? Wo fällt noch um. Ah, Leuchtboden begraben. Eisen und. Okay. Da kurz noch mehr, aber. Auf jeden Fall, wie gesagt, Mehrfachschlagattacken sind absolut krank im PMD. Hab man gerade eben gemerkt. Und Tilo ist absolut nervig mit seiner Ampelleuchte. Das haben wir auch schon gemerkt. Ich finde es irgendwie schön, wie wir schon wieder jeden Raum abgelaufen sind und einfach die Treppe im letzten Raum ist, in dem wir noch nicht war. Perfekt. Ja, hoffen wir, dass wir irgendwo noch ein Teambeleber auffinden, weil mit zwei. Das ist natürlich jetzt praktisch. Wenn man jetzt noch einen mitnehmen kann. Ja, wir geben ihm mal einen kleinen Apfel. Da haben wir jetzt tatsächlich noch ein Teammitglied mehr, das ist ganz praktisch. Jo. Damit ist nicht unbedingt Bonn, was ich jetzt unbedingt haben will. Okay, ich habe keinen Camp, mit dem der hin kann, okay. Aber eben, es ist eh ein Mann, was ich jetzt unbedingt mitnehmen wollte. Folglich ist jetzt mir. Folglich ist mir eigentlich recht egal, ob der jetzt hier sein. Ob der jetzt hier mitkommt oder nicht, aber es ist ja ganz praktisch, dass wir jetzt eh so ein drittes Teammitglied haben.
Das ist schon den Magnetil, oder? So, ja. Ja, der Move von dem ist ja mega weak mittlerweile, einfach weil er immer die anderen Sachen spammt. Weil er immer nur Ampel-Leute spammen ist. Und die ist jetzt schon der. Wir sind gerade auf U2, Leute. Wir sind auf U2 gerade. Und der spammt durchgängig. Was ist mit dem Jungen los? Vor allem selbst in den unnötigsten Situationen spammt der einfach. Wenn man den Move so null braucht, so vielfach null, nicht sehr effektiv. Muss trotzdem Ampel leuchten. Let's go. So. Ich hätte jetzt direkt die Treppe gehabt, weil es gerade ein bisschen viele Gegner hier auf der Ebene. Okay, das war der falsche Weg. Hier auch keine Treppe. Wahrscheinlich dann da unten jetzt, oder? Links. Immer noch nicht. Was ist denn das? Hier. Jo. Vielleicht sind wir schon wieder auf unterhalbem Magen. Macht die Tito anscheinend keine AP mehr. Und wir sind jetzt auf U4. Was zur Hölle? Oh, Trainingsschalter, nice. Ich hätte auch vielleicht irgendwelche coolen Monster mitnehmen können, aber nein. Boah, sind hier viele Gegner auf der Ebene, holy shit. Ah, die Items will ich eigentlich noch gar mitnehmen, so. Das sind noch zwei Items, noch zweimal Geld für dich. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, den Jungen. So. Haben wir mein Horn-Dio, verbrennen wir kurz. Ja, Fassade, go. Wenn wir schon vergiftet sind, let's go. Und Hornio möchte mitkommen, okay. Also ist jetzt nicht unbedingt das beste Mon, aber. No problemo, nehme ich mit. Umso mehr Teammitglieder wir haben, umso mehr kommen danach auch noch mit. Das ist ja gerade eben das, was das Coole ist. Heißt, wir können theoretisch am Ende irgendwie mit. Was habe ich in meinem privaten Playthrough? Irgendwann mal 7 Leute oder so? In einem Team? Können wir irgendwann mal rumlaufen und. Ja, ist doch praktisch so. Ausrüstung. Wir haben einen Zink-Bandana. Also wahrscheinlich für Schwätzdev oder so. Wahrscheinlich nicht oder so, einfach nur wahrscheinlich Schwätzdev. Dickes Ripper Magnetilo habe hier mit. Und damit habe ich jetzt maximal Bock. Wobei die Sache ist halt, Basismons sind halt auch meistens gut in PvP. Überlegt, ob ich mir den Dungeon von dem noch mitnehmen soll. Aber ich habe aktuell wahrscheinlich nicht mehr das Geld, um den zu kaufen. Können wir Richtung Ende vom Dungeon kaufen. Wir wissen ja, wann der Dungeon aufhört. Das soll dann U10 sein, jetzt auf U9 können wir mal gucken, ob wir ihn mitnehmen wollen. Jo, Trainingsschalter voll. Horn, du gehst mal bitte kurz weg, ne? Natürlich sind wir jetzt vergiftet. Jo, aber was ich ja erstmal machen wollte, erstmal großen Apfel reinpumpen. Und danach haben wir Persifbeeren. Ja, hier haben wir eine. Eine Persifbeere reinpumpen. Ich habe gerade gesehen, das Damienbase ist schon Level 15. Das ist sicher ganz nice so. Da ist Money. Ich weiß nicht, was das für ein. Was da für ein Monster am Ende vom Dungeon sein könnte. Irgendwie ich hänge bei Groudon, aber ich weiß nicht, ob. Wir sind ja nicht so weit, dass wir schon Groudon oder sowas hätten. Also schon Groudon wäre ein bisschen arg heftig so. Oh nee. Raffst du dich? Oh nee, wait. Hast du's? Upsa. Das war weird gerade. Warum ich da Damienbase angegriffen? Och, Alter. Was soll dieses. Warum ist da dieses Ausrufezeichen über meinem Schädel? Ich verstehe es gerade nicht. Massenprügelei.
Boah, hier Team cool, bei dem zwei Teams, die da schon down sind, fährt rüber. Let's go. U7. Haben wir noch vielleicht irgendwann mal wen, der mitkommen will? Okay, haben wir nicht. Vor allem, weil jetzt der Magnetio auch weg ist. Soll ich. Muss ich natürlich wieder weniger joinen. Miese Sache das. So. Quaps will auch mitkommen. Habe ich auch noch nicht, aber Quaps würde ich da wahrscheinlich noch eher mitnehmen als Daniel Plex. Kannst du mir wieder aufwecken, Quaps? Danke. Gut. Amazing Gluten, mal alles gut. Ja, AP auf 0, aber trotzdem nochmal. UW-Wag will auch noch mitkommen, cool. Oh, W-Wag ist ja auch cool, aber mittlerweile wird es ein bisschen viel, was wir an Dungeons dazu herholen müssen. Wir haben 1084, ich brauche mir für meinen Kickdown da zum irgendwas verkaufen, aber was denn? Was soll ich denn jetzt verkaufen? Ich baue mir trotzdem mal kurz für die Glut mal einen Top-Ätherin. Die zweite Glut hat es noch gebraucht, wahrscheinlich, oder? Für ein Paras. Oh, Plage. Eklig. Ekelig. Oh, schon 16 Minuten Aufnahme. Holy shit. So lange haben wir es noch gar nicht vor. Lol. Treppe, Treppe, Treppe. Nein, ich bin vorbeigelaufen. Nicht droppen, Weberak. Nicht droppen, Weberak. Ich brauche Mates, ich brauche Mates. Lass mich überlegen. U8. Aber vier Mates dabei. Von denen keiner safe am Ende dabei bleibt. Richtige Söldner hier. Da unten ist eine Treppe, da unten ist eine Treppe. So, und vor der letzten Treppe. Wenn wir die haben. Das ist ein Kickdown-Laden. Lass es mal bitte, Bibor. Hilfe. Holy. Jo, aber wie gesagt, ich will noch einmal kurz hier gucken, ob wir irgendwas verkaufen können gerade. Was man sich gönnen kann. Und dieser nichts klauen. Werfen. Und ablegen. So. Okay, nur 350 für die beiden Bänder. Könnte ich noch Eisen droppen. So, jetzt können wir mal gucken. Wen können wir mit dem Knuddeluff ab jetzt mitnehmen? Mit dem Pock Galaxy Orb. Camp erschließen. Campliste. So. Wir hätten was hatten wir denn? Was wir haben so Energiewald war ja gerade. Den bauen wir bei Energiewald nicht für Blameflex jetzt. Jetzt sehe ich, weil das Weberack. Karkappenteich, das ist für. Das ist für Quapsel. Sagen wir mal, ich ein bisschen. So. Was haben wir denn noch so? Mit mir, okay.
Ich glaube, Energiewald war der für. Nein, Tyson 900. Wie viel kosten der Energiewald 800? Wir müssen zwischen beiden entscheiden. Scheiße. Kritisch das Ganze? Ah, wen will ich lieber haben? Damierplex oder. Ich entscheide mich aber mal für. Quapsel. Sorry, Damierplex, aber. Nee, ich will nicht noch mehr erschließen. So. Ich dachte kurz, er hält jetzt wieder. Holy shit. Ich hab schon wieder einen halben Arztinfarkt bekommen. So, okay. Sollen wir wieder zu der. Also, bis auch wieder dabei sein. Wollte ich gerade sagen. Papungas Freund sollte sich hier irgendwo befinden, nicht wahr? Oder bist du ja? Wir haben dich gesucht, geht es dir gut? Ja, mir geht es gut, aber. Großartig, dein Freund wartet schon auf dich. Aber Tengu ist noch da hinten. Was Tengu ist? Lass uns nachsehen gehen. Oh nein, die ist hier gut. Sag doch was. Ach, kümmert euch nicht um mich. Verschwindet von hier. Von hier verschwinden? Was kommt da jetzt? Was ist das? Warum ist so dunkel? Wait, kommt jetzt Zapdos? Wait, hier war schon Zapdos? Das ist mein schärfster Stern. Bei Eindringen kenne ich keine Gnade. Das geht auch für euch. Dickes Rip an Tengulis hierbei. Ich bin Zapdos, die Verkörperung vom letzten Donner. Wenn Tengulis retten wollt, dann erklimmt den Donnerberg. Well, that escalated quickly. Zapdos, was ist also dieses legendäre Monster? Okay, wir haben Erfolg abgeschlossen, oder? Eins an kein Gar geschickt. Das klingt ein bisschen miese. Dort 81 Bucke. Dann für Hornio. Jo, der darf mitkommen, der Junge. Bin jetzt nicht der größte Fan von Hornio, aber der darf gerne mitkommen, der Junge. Bin ich absolut nicht abgeneigt. Dann Quapsel. Darf mitkommen. Dafür haben wir extra den Kaulquappenteich geholt. Und dann war noch Weberak, oder? Nein. Wiese für Weberak. Noch 166 von Weberak. Hurra, gerade, ich bin dann so glücklich. Aber dafür steckt Tengu das jetzt in großen Schwierigkeiten. Erzähl uns doch bitte, wie er sich da genau abgespielt hat. Also gut. Tengu ist entfacht mit seinem Flatterfächer im Wind. Und er fallen mich so aus der Felsspalte. Diese Winde rissen die Gewitterwolken in zwei. Und als das geschah, tauchte dieses Monster am Himmel auf. Das Monster. Es sei denn, sein Name sei Zapdos oder so ähnlich. Sagtest du Zapdos? Simsala. Zapdos. Das ist eines der legendären Vogel-Pokémon. Es heißt, es sei vor langer Zeit in einen tiefen Schlaf gefallen. Also hat Tengu das aufgeweckt? Nein. Der Tengu das entfachte Wind war nur der Tropfen, der es fast zum Überlaufen brachte. Schließlich war ja bereits die dortige Windstille eine Abnormalität. Das muss für die Naturkatastrophen letzter Zeit herrühren. Zapdos ist erzürnt, weil er aus seinem Schlaf gerissen wurde. Wir müssen Tengulis retten. Zapdos wird nicht leicht zu besiegen sein. Seine Attacken haben Sinn in sich. Dessen bin ich mir bewusst. Wir werden mit Vorsicht vorgehen müssen. Wir sind auch mit von der Partie. Wir müssen Tengulis unbedingt helfen. Was? Das ist viel zu gefährlich. Zapdos ist sehr mächtig. Ihn können wir nicht viel ausrichten. Also wirklich, so schwach sind wir doch gar nicht. Und Angst haben wir vor diesem Zapdos sowieso keine. Nicht wahr, Patrick? Machen wir jetzt den David oder sind wir cool? Wir sind ja schon Team cool, aber. Alter. Wir sind richtig heavy. Habe ich schon einmal einen elektrischen Schlag abbekommen? Da ist der ganze Körper aber taub und zittert. Kein Problem, Leute. Ich bin Pflanzen-Pokémon. Zapdos ist richtig fies. Er verspeist sich ohne weiteres und frühstückt. Ist euch das klar? Ich habe keine Angst, Leute. Ihr seid ein Retterteam. Wir auch. Wir wollen Tengulis helfen. Also gut. Wie ich sehe, habt ihr jede Menge Mut. Ja! Unsere beiden Teams sollen getrennt für den Donnerberg erklimmen. Wir werden aufbrechen, sobald die kampfbereit sind. Wir
Angesichts der ungemeinen Stärke unseres Gegners sollen wir Vorsicht walten lassen. Sie sollte ich ebenfalls gründlich auf diese Reise zum Donnerberg vorbereiten. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um Tengelus zu retten. Das werden wir, ich kann es kaum erwarten. Patrick, lass uns unser Bestes geben. Hype. Hype ist da. Am nächsten Morgen. Aber ich will jetzt auch mal sagen, das war's dann wieder für Folge 8, wie gesagt. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass es 7 oder 9 ist. Von PMD-Retterteam DX. Was euch gefallen habt. Wenn es euch gefallen habt. What the fuck. Was euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ob nach oben oder nach unten ist da eigentlich recht egal. LOL XDD. Jo. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.